Ja, herzlich willkommen, liebe GC-Fans aus dem Stadion Wankdorf zu der Partie IB gegen den Grasshopper Club Zürich. Damit letzter Corner mit dem rechten Fuß an. Einstudierte Variante auf den Lauper aus dem Halbfeld, der zieht dann auch ab, aber nicht mit wirklich Gefahr. Positiven ist da nach einer halben Stunde als Aufsteiger gegen den Meister sicher schwierig. Aber jetzt Achtung, aufpassen, Zvekovic wird unter Druck gesetzt, gab von zwei nicht gut gemacht. Achtung, jetzt Schuss vom Sibacu und dann kann der Moreira parieren, allerdings das ist eine ganz komische Situation. Zvekovic gibt den Ball einfach her und dann wird es ganz gefährlich. Aber jetzt auf der linken Seite geht es vielleicht Platz, aber dann köpfert dann der Cesiger noch an. Ja, aber ich meine, ich verstehe die Situation nicht. Ein absolutes Geschenk von GC mit dem Ball eroberigen. Er für IB kann verbuchen. Achtung jetzt, Achtung Gamalö mit Speed. Vor dem 16. Gamalö schließt ab. Abpraller von Moreira. Und zum Glück kann er noch drüber hechten. Nach 40 Minuten. Beste Möglichkeit eigentlich für die Berner Young Boys. Neben dem Schuss vom Sibacu. Ein bisschen näher auf den ballführenden Cesiger. Und dann geht es über die rechte Seite. Hälfte durch die Mitte auf den Mambimbi. Dann hat Totti Gomes vor sich dann zurückgelegt. Ganz eine schöne Aktion. Und dann kann der Moreira irgendwie parieren. Und so gibt es Corner Nummer 9. Also, es ist wirklich, GC ist am Wanken. Wieder ins Out geköpfelt. Weiter Böden, der Einwurf geht wieder gespielt. Aber dann ist Zvekovic vor dem Sibacu. Oh, was für ein Wähler von Arrigoni. Gefährlich, Spielmann könnte abziehen, macht das auch, schiesst. Aber dann ist der Moreira zur Stelle. Eben, so individuelle Schnitzer, die kommen dann noch dazu. Als wäre es sonst nicht genug schwierig, macht man sich das Leben so noch schwierig. Gegen Bratislava in den Beinen. Jetzt geht es aber wieder über die rechte Seite. Einmal mehr der Hefti, dann der auf den Mambimbi. Der hat zwei vor sich gesehen, da hinten durch den Sibacu flankt. Und dann wird das Hens oder irgendein Foul maniert. Dann aber das im Halbfeld aus, ein Abschluss von Martins. Und dann ist aber der Moreira wegen zu stellen. Weiterhin 0-0. Nicht so stark gekämpft, geht es ein bisschen mehr rund um zum Ribeiro zurückgeschafft. Und kommt der Böller dann auch über. Der Lineari wird hinterlaufen, aber auch der Djordjev kommt dann auch über. Ah, der geht bei der Eckfahne zu, zieht in Richtung 16er Eck. Djordjev könnte vielleicht sogar schiessen, macht es auch, Djordjev schiesst! Oh! Ein Lattenschuss von Nikola Djordjev! Der ist ja ganz vergessen gegangen und trifft die Latte. Grösste Chance für GC in dem Spiel. Und es ist immer noch heiss. Und dann kann IB irgendwie klären. Was für eine Chance! 78. Minute! Hey, also... da hat der Ribeiro schier am Lauber der Bühne weggeluchst. Und Werner Angriffsmaschinerie rollt wieder jetzt im Strafraum hin. Wie gefährlich. Achtung, es verpasst alle. Und dann der Moreira! Was für eine Parade! André Moreira in der 80. Spielminute. Ein riesen Reflex auf der Linie. Katz, den er da auspackt. Und sie um den linken Pfosten lang. Der 30er, der Lauper, der sieht den Hefti rechts außen vor ihm. Der Werner Sibacu macht das aber nicht. Spielt einen schlechten Ball. Das sind wir uns nicht sicher. Aber der Totti Gomes auch. Schlecht im Aufbau. Siro Fehlpass. Auf den neu gewesenen Rieder. Der mit dem Mambimbi Rieder, der neue gewachsene Mann, ist im 16er, jetzt hier ab und wieder ist es der Moreira, das noch abklären. Das gibt's nicht! Was für ein Match und was für eine Chance vom Rieder, dass er den versimmelt, das muss man zuerst mal schaffen. Der heilige Santa Maria, wieder der Moreira, der in Extremis sich kann auszeichnen und den Ball da nach rechts kann wegparieren. Gibt auch Abstoß bei unserem Goalie. Was für eine Partie bis jetzt. Ja, das 3 geht raus, Legnani, Fabio Fehr, also neu im Spiel. Aufreibend, 0-0 wäre es. Jetzt der Abschlag von Moreira weit nach vorne. Und dann ist der Match fertig. 0-0. GC holt einen Punkt da in Bern beim Schweizer Meister. Ein 0-0.